Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zum ersten Mal seit, ich glaube, überhaupt hier in F1 2021 bin ich nicht alleine, sondern der gute Dennis ist mit am Start. Ja, servus YouTube auch von mir, herzlich willkommen. Einige Leute werden ja unseren Koop-Versuch schon gesehen haben, also wir hatten schon mal was versucht hier anzufangen. Aber heute haben wir eine wirklich unfassbar lustige Challenge mit am Start. Wir fahren in staubtrockenen Sahara-Bedingungen, gemeinsam mit der Community, wie man schon sehen kann. Die Lobby ist komplett voll und werden aber nach einer Runde an die Box gehen und auf Fullwets fahren. Und was dann passiert, wer als erster ans Ziel kommen wird und so weiter, das werden wir in dem Video herausfinden. Es wird auf jeden Fall sehr spannend, denke ich, und ziemlich chaotisch. Das Ganze haben wir umgekehrt, nämlich im starken Regen mit Trockenreifen, bei Dennis schon gemacht. Check das gerne aus, erster Link in der Beschreibung. Und dann würde ich vorschlagen, legen wir los. Ich freue mich echt drauf. Let's go. Jo, Leute, ihr könnt auch bereit machen. Wir legen los. Alle mal bereit, nice. Kaya, du bitte auch. Mann, sei keiner dieser Abonnenten. Okay. Okay. Ich bin auf dem 5. Wo bist du? Oh, bist du vor mir? Boah, ich bin. Nee, Bruder, ich bin 20. Was für vor dir? Aston ist vor mir, deswegen dachte ich gerade. 5 rote Lichter. Das ist auch so ein Ding jetzt natürlich. Mit Leuten vor sich in der Box. Let's go. Imola. Ganz wichtig wird es sein, vor seinem Teamkollegen zu sein nach dieser ersten Runde. Und ja, perfekt. Super. Geiler Start, ey. Alter. Was zur Hölle. Nein! Oh mein Gott! Was haben die da gemacht? Ich bin so gut weggekommen eigentlich. Ich auch eigentlich. Von 20. Nein, ah, Junge, von 4 auf 17. Start ohne Strafe. Es kann nicht wahr sein. Ich habe keine bekommen, aber ich habe mir auch keine verdient. Oh Mann. Nein, jetzt bin ich auch bei meinem Teamkollegen. Gerade wollte ich sagen, dass es wichtig ist, vor dem Teammate zu sein. Für den Boxenstopp natürlich, direkt in der ersten Runde. Wir reden übrigens mal nicht darüber, Leute, dass ich einfach jetzt... Ich habe keinen Menschen richtig gecrashed in dem Sinne, dass ich es wollte. Sondern ja, meine Reifen sind wirklich so überhitzt, ich kann keine Kurve fahren. Das ist heftig. Holy shit, Alter. Ja, bei mir geht's zum Glück. Rad jetzt mit dem Ferrari-Teammate. Oh, vorbei. Wichtig, Mann. Ja, Teamkollege an der Box. Ich bin gerade Ende Sektor 2. Dieser Boxen... Ah, nein! Oh! Schon wieder eine Strafe, Mann, weil der Typ vor mir dieses Schild da umgefahren hat, auch noch an der Boxeneinfahrt. Oh, hab ich die Linie gar nicht gesehen. Ah, die kommt auch sau früh, finde ich, hier. Das erwartet man gar nicht. Okay, kommt schon, Jungs. Alles Game Ort. 2,6 ist okay. Ey, Digga, da fahren Menschen schon weiter und ich bin doch nicht mal in der Box. Oh Gott, wie kommst du da gerade durch die letzte Kurve gleich? Ja. Ach du Scheiße. Ich wurde wirklich, also auch dadurch, dass die Reifen so überhitzen, nachdem man sich wieder dreht und so. So heftig, das ey. Das Problem hatte ich nicht so extrem. Einer die Box verpasst. Oh, schon wieder Linus, Alter. Der Typ, der mich in Singapur in der Box gecrashed hat. Der hat diesmal die Box einfach nicht getroffen. Mal wieder. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, so viel dazu. Wie fährt sich das aber? Ist es so ähnlich wie also Slicks im... Ich hab mich direkt gedreht in der so ziemlich ersten Kurve. Von daher kann ich es nicht so beurteilen. Oh. Ich glaube, es wird schlimmer. Also auf Anhieb fühlt es sich direkt mal schlimmer an, als mit Slicks im Regen. Da hatte man teilweise ja noch ganz gut Grip, wenn man gut drin war, aber hier, boah. Ich bin gespannt. Ich guck mal auch mal auf die Prozent nebenbei, die von den Reifen. Oh ja, oder auf die Temperatur, ist glaube ich auch interessant. Ja, oh mein Gott, Alter, man rutscht ja nur. Oh, boah, ich gehe nicht mal richtig ans Gas und direkt ist man weg, genau wie der Haas hinter mir jetzt. Eieiei, was für ein Chaos hier. Achtung, Achtung. Ja, alternative Strategie, Jeff, brauchen wir nicht. Oh, vor mir sind welche weg. Oh Gott, Alter, nach der Hahn. Es scheint echt schwierig. Es drehen sich auch viel mehr. Da steht der Nächste. Drei Leute standen jetzt neben der Strecke hier. Oh, guck mal, hinten die Reifen bei mir, die sind rot. Ja, die sind komplett weg bei mir, ja. Oh Gott, Alter, da dreht sich der Nächste vor mir. Oh, ich komme wieder voran. Brems, brems. Alter. Aber die Abnutzung ist gar nicht so... Ach Mann, Alter, jetzt dreh ich mich schon wieder weg, weil sich jemand wegdreht. Ja, und das ist dann natürlich nur eine Verwarnung vom Spiel, obwohl ich den Typen komplett gecrashed habe, den Ludwig hier. Oh, da steht der Nächste neben der Strecke. Ich könnte hier noch in die Top 10 kommen. Oh, relax, so, komm von der Strecke ab. Das ist schon mal Platz 11 immerhin. Oh, ich bin 16. und ich glaube, ich werde auch keinen Meter nach vorne kommen. Wobei, 5 Sekunden ist einer vor mir, den hole ich. Oh, also ich finde, es fühlt sich nicht geil an, aber... Die Leute um mich herum haben mehr Probleme irgendwie, anscheinend. Oh, jetzt sind alle Reifen rot bei mir übrigens. 110 Grad hatte ich gerade vorne beim Anbremsen. Das wäre übrigens mal schön, wenn man einmal nicht am Start weggecrashed wäre. Ja, das wäre echt schön. Ich wäre weit vorne gewesen. Ja, ich hatte auch einen Mega-Start, aber dann hat sich irgendjemand voll auf die rechte Bahn so mäßig gedreht. Und dann war vorbei. Oh, hier geht noch einer an die Box. Holt sich neue Wets. Will mehr Grip.
Aber da war ja gefühlt das halbe Feld involviert, ne, da am Start. Ja, es waren ganz, ganz viele. Boah, Orepo wieder im Kies. Wir kommen da gut ran. Punkte sind noch drin für mich. Es wäre nach dem Start gar nicht so verkehrt. Und mein Dreh, so ein Dreher kostet auch immer extrem viel Zeit, weil es dann auch ewig dauert, bis man wieder halbwegs Grip hat, finde ich. Ja, so, ja, das Grip ist ja bei mir am Anfang auch gewesen. Nicht. Ja. Ich habe mich ja quasi, ich habe mich gedreht wegen Leuten und ich habe mich gedreht, weil die Reifen da so überhitzen, nachdem man sich wieder auf die Strecke dreht. Nee, Jeff, das ist schon so gut, wie es ist mit der Strategie. Das ist perfekt, Jeff. Oh, Repo! Hau ihn weg, mein Teammate! Der Grip auf diesen Reifen ist der absolute Wahnsinn. Ist perfekt. Besser geht's gar nicht. Oh, pff. Oh, oh, nee, Strafe bekommen. Nicht, dass ich gleich disqualifiziert werde wegen den Strafen. Ich habe auch noch die Strafe für die Boxeneinfahrt. Oh nein! Ich habe mittlerweile 10 Sekunden angesammelt. Der ist es ja aktiviert, stimmt, das habe ich ganz vergessen schon. Wegen den Rennen vorhin. Oh, Platz 12 nur noch. Es fühlt sich echt so an, als hätte man extrem abgenutzte Reifen, finde ich. So, vielleicht noch ein bisschen schlimmer, aber so kann man sich's ungefähr vorstellen. Kann man sagen, wenn die Reifen so 70% haben. Ja, genau. Die Abnutzung geht sogar. Die Abnutzung geht, aber seltsam eigentlich dafür, dass wir auf einer staubtrockenen Strecke fahren. Eigentlich müssten das schon Slicks sein, mehr oder weniger. Ja. Boah, AlphaTauri. Boah, was für ein Save. Das hat so ein bisschen Gasly 2018-Vibes, wo sich Toro Rosso damals dachte, dass es auch gut wäre. Hockenheim, ne? Oder was das war? Ja, ja, genau. Auch mit Full Wales einfach im Trockenen. Oh, die Führenden sind aber weit vorne. Ah, die sind wahrscheinlich am Start da unbeschadet durchgekommen. Naja, ja, wenn man vorne war am Start, aus. Dann ich war auch vorne. Ich war ja Vierter oder so. Ja gut, aber wenn man wahrscheinlich dann ganz vorne war, vielleicht sind das die ersten und zweiten gewesen. Ja, ja, die hatten Glück. Und auch in dem Fall so Leute, die von 10, 11 starten, vielleicht irgendwie noch durchkommen da. Immer Glück, das sind dann so die Ocons. Oh. Wie in echt. Oh, sind die alle nah beieinander vor mir, krass. Schade, dass ich da jetzt erst rankomme, ganz am Ende. Der AlphaTauri dreht sich nochmal weg. Boah, alle drehen sich weg. Oh, was das macht ihr denn da? Das sah geil aus gerade. Ja, fahr mal die letzte Kurve Vollgas, dann weißt du, was passiert ist. Ja, ich sag mal so, für all das, was ich erlebt habe in diesem Rennen, Menschen hinter mir zu haben, ist schon ein Erfolgserlebnis. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ne? E14, nimm mal mit. Woo! Für die Fans. Die Pose auch einfach legendär. Lars hier am Ende ganz vorne in diesem ersten Rennen. GG auf jeden Fall, starke Leistung. Vom 8. ist er auch gestartet, oder? Er muss echt Glück gehabt haben. Boah, die schnellste Rennrunde, auch eine 25 beim Führenden. Und ich hau hier eine 34 raus, perfekt. Da ist noch Luft nach oben auf jeden Fall. Obwohl, wahrscheinlich war das einfach die erste Runde, oder? Das kann ich mir gut vorstellen. Na, letzter, nein! Ja, Vierter, oh mein Gott! Mann. Mein Teamkollege ist vor mir. Oh, wir müssen den besten Start unseres Lebens kriegen, oh, Leute. Gott. Ich bin heiß! Okay, von ganz hinten. Ich hoffe mal, dass wir beide nicht abgeräumt werden am Start. Das wäre schon mal ein Fortschritt. Ist übrigens Siebter. Ah, ist nicht gut für mich. 5 rote Lichter und los geht's hier in Portimao. Oh, gar nicht mal der verkehrteste Start. Warum ist mein Teamkollege aber Erster dann? Oh Gott, diese erste Kurve. Oh, werden die alle langsam? Ja, du Scheiße. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Oh, alle drehen sich jetzt schon weg auf den Slicks. Aber okay, gut durchgekommen. Ich muss an meinem Teamkollegen vorbeikommen. Nein, Mann, der darf nicht vorbeikommen. Sind noch zwei neben der Strecke. Platz 14 schon, let's go. Oh, und da wird es noch mehr abgehen jetzt in dieser Kurve, oder? Ja, diese erste Runde ist halt auch so die beste Chance, um irgendwie Plätze gut zu machen. Er dreht sich weg, mein Teamkollege, ja? Oh, warum nicht meiner? Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Vielleicht oh, da kommt er auf die Strecke, Orepo. Oh, boah. Eieiei, was geht? Ja, ach du Scheiße, boah, was für eine erste Runde. Oh, Mercedes! Nein! Außenrum ging es. Alter, was? Das war die schlimmste erste Runde, die ich je gesehen habe. Ja, hast du meinen Imola noch nicht gesehen, glaube ich. Also, da kommt, glaube ich, echt wenig dran. Oh, ich muss die Reifen noch auswählen. Reifen, ja, ich auch. Dachte ich auch gerade dran. Oh Gott, ey, war das ein Chaos. Wie mir die Reifen ausgewählt hat. So, geht ab an die Box. Aufpassen. Wann ist die Linie? Leider werde ich jetzt aufgehalten werden von Jakob oder wie mein Teammate heißt. Das wird. Sehr gut. Einer fährt weiter, zwei fahren weiter. Lass uns mal keine Strafe bekommen, bitte. Oh,
Okay. Okay, guter Stop jetzt und dann ist noch alles drin. Guter Stop. Komm. Ja, 2,6. Oh, stark. Bist du ganz vorne? Ja, Mann. Oh, nice. Nein, Alpha ist vor mir. Stylomatik. Nein. Oh, Mann. Die stellen sich aber auch immer an bei diesen Stops. Das gibt's doch nicht. Es hätte viel schneller gehen können. Obwohl der Teammate davor drin war, ja. Aber dann können die sich trotzdem ein bisschen beeilen. Aber Platz 13 immerhin. Nach einem Start vom 20. ist das, glaube ich, okay. Gibt Schlechteres auf jeden Fall, Bro. Streckenbedingungen werden schnell besser. Platz 3 ist aktuell der Erste. Nein, ich dreh mich. Erfahren wie, die Alphas fahren normal, oder? Ja, die Alphas vorne fahren normal. Schade. Ich habe Angst vor diesem Mittelsektor. Mit diesen langgezogenen Kurven da. Die letzte Kurve wird auch schlimm, glaube ich. Ah, hinter mir ist irgendjemand auf Mediums, habe ich gesehen. Ah, vielleicht aus Versehen auch, weil der macht langsam anscheinend. Oh, da bist du ja schon. Ja. Oh nein! So viel dazu. Ich hab nichts gemacht, was war das denn? Ja, die Kurve ist echt schlimm, diese. Ja, die ist auch schon im Trockenen schlimm. Ja, die sind, ja, aber ich hab nicht mal Gas gegeben, nur eingelenkt und sofort ist man weg. Ah, hier fahren manche mit Slicks, ich weiß nicht. Oh Gott! Okay, ich glaube, jetzt realisiere ich langsam, wie schlimm das hier wird. Ja, das ist echt Horror. Zwei fahren mit Slicks, irgendwie dieser Spa und noch irgendjemand. Ja, vielleicht ist es auch unabsichtlich. Wir haben in Dennis' Video nämlich schon rausgefunden, dass man teilweise die richtigen Reifen auswählt. Klasse. Wenn man dann aber den Frontflügel wechselt, obwohl die können ja nicht den Flügel gewechselt haben. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Schaden ist aus. Deswegen, ja, dann macht das keinen Sinn, was ich gerade sagen wollte. Vergiss es. Haben sie es maximal vergessen, so. Das kann halt sein, aber ansonsten gibt's keinen richtigen Grund. Ja, okay, der kommt immerhin jetzt rein. Dann ist alles gut. Boah, Junge, muss ich dagegen lenken. Oh, Green, Alter, was für ein Save von dem Kollegen. Trotzdem jetzt vorbei, hoffentlich. Ja, Mann, sehr gut. Oh, das ist gelb. Zwei sind neben der Strecke. Ja, oh, die können wir beide bekommen sogar, oder? Max ist hier ganz. Warum ist der so langsam? Was tust du, Max? Oh, nein. Nein. Das war jetzt nicht gut. Ich versuche den außen zu überholen in so einer langsamen Kurve. Das war ein bisschen sehr optimistisch. Oh, ich bin auch langsam wegen ihm. Vielleicht vorbei. Boah, sind mich alle langsam. Ich hatte nicht mal Racing. Aber wir kommen vorbei, sehr gut. Auf Full Wind. Racing in die erste Kurve. Oh nein! Oh, Scheiße. Oh, boah. Ansonsten bleibe ich nicht auf der Strecke. Sonst drehe ich mich einfach weg. Eieiei, wenn man ein bisschen zu früh auf Vollgas gibt, ne, dann ist alles man weg. Das hatte ich gerade in der letzten Kurve. Ein Rad hier in dieser Kurve. Boah, ich kann kaum reden, weil man sich so konzentrieren muss, weil es so schwierig ist. Wir bleiben aber vorne. Ah! Ja. Auf der Strecke komme ich gar nicht klar. Oh mein Gott, war das knapp. Oh lol! Hinter mir war der Sieg. Oh Gott sei Dank hat er mich nicht überrundet. Das wäre ja bitter gewesen. Aber der zählt natürlich nicht. Weil der garantiert nicht mit Full Wets gefahren ist hier. Genau, wir haben auch manche Randoms quasi. Hm. Weit draußen der Mercedes, der ist eh schon eine Runde zurück, geh weg. Nein, der wollte, glaube ich, Platz machen. Ey! Kollege! Ah, Mann. Ja, ich glaube, er wollte. Das war nicht schlecht gemeint von ihm, aber ein bisschen ungünstig. Ah, Mann! Ich fahre jetzt hier gerade gegen den KI vom Ersten, der schon im Ziel ist und der ist schneller. Oh, der ist auch trocken rein. Ja. Oh, Mann, ich verliere am Ende sogar noch einen Platz. Mann, was verteidigt der denn? Der ist noch eine Runde zurück. Geh weg, Mercedes, geh weg. Oh, schade, dreht er sich. Schade. Aurepo macht sogar nochmal langsam vorm Ende. Ekelhaft. Ah, nein, auf jeden Fall. Also werde ich am Ende 7. Ich bin 7. Also bin ich insgesamt 13. Schreinomatik ist vor einem der Randoms. Aber quasi bin ich dann 5. Ja, 5. Boah, diese erste Runde bei mir, die war nicht normal. Und was nehmen wir als letztes? Irgendwas Schwieriges. Ich würde gerne sowas nehmen mit so Highspeed. Ja, Spa könnte geil sein, ja. Nehme Spa. Okay. So Quarzec und wer war nochmal der andere gerade, der normal gefahren ist? Ja, der erste. Die beiden Alpha Tauris, glaube ich, die. Ja, okay. Die kann man nicht zählen. Also ist es dann für dich Platz 5 und für mich Platz 11, ja, immerhin. Ich hätte gerne mal ein Rennen, in dem wir beide vorne sind, aber es ist echt schwer, aber das hinzubekommen. Allgemein nicht, seitdem wir zusammen solche Videos online machen. Es ist halt schwierig. Einer hat entweder immer Pech oder einer startet ganz vorne, einer ganz hinten. Das ist halt ja, oder einer kommt dann noch ein Leben genommen. Ja. Kaluko69, would you please leave the lobby? We're doing a challenge for a YouTube video. Would you please leave?
would be very appreciated. Oh. Englisch-Leistungskurs, Bro. So, please. Ja, danke. Der Farmers-Junge, wir starten jetzt einfach, Leute. Startet alle schnell rein, Leute. Startet schnell, 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 schnell. Alle rein. Bereit machen, bereit machen, bereit machen. Jetzt sind alle. Random kommt nicht raus aus der Lobby. Kuss geht raus. Weitermachen. Kuss. Ihr seid Killer 1, kommen da wieder neue Leute rein. Ey, Mann, bitte nicht. Du hast so ein geiles Echo bei mir. Das hört sich an wie so ein Kirmes-Sprecher irgendwie. Das ist ganz geil. So, ich starte von der 16. 12, oh, sind wir nah beieinander. Okay, mal gucken, vielleicht erleben wir wenigstens ein Rennen auf einer Ebene. Ja. Nicht der eine komplett vorne und der andere hinten und wird abgeschossen bis zum geht nicht mehr. Vor Spa habe ich echt sehr Angst, das hat so eine lange Runde auch. Ja, die erste Kurve, siehst du da hinten, ne? Das wird wild. Die wird schon wild, ja. Und dann mit Full Wets, es wird auch das längste Rennen auf jeden Fall mit Abstand heute. Also ich glaube, eine Runde wird teilweise 3 Minuten brauchen. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Meinst du, ja so schon fast 2, auf jeden Fall, let's go. Okay, los geht's. Mein Teammate ist wieder vor mir. Deinen sehe ich auch hier direkt auf Platz 10. Ja, ich sehe ihn. Digga, den hole ich mir. Boah, ich werde gottlos gecrashed. Hilfe. Wow, der Williams. Ah! What the fuck, Alter? Ich komme irgendwie durch. Irgendwie bin ich durchgekommen. Oh Gott sei Dank. Okay, und du auch. Mir. Ja, ja. Oh nein. Irgendwie. Ah, Mercedes. Was zur Hölle? Macht ihr da, warum? Alter, ah, Rouge. Nein, ah. Ich muss absolut ausweichen. Junge, wie haben wir das überlebt? Ich weiß es echt nicht. Wie hat der eine Wurst? Ich bin so langsam auf der Gerade. Ich habe maximaler Abtrieb genommen. Jetzt sterbe ich hier auf der Gerade. Ich habe maximal Geschwindigkeit. Echt? Normal, Digga. Das ist vielleicht nicht dumm, ja. Aber für die erste Runde. Ich dachte, für die Full Wets ist das vielleicht hilfreich. Oh. Ich dachte mir, du fährst halt sowieso so viel geradeaus. Ja, ja. Und mein Teamkollege ist auch wieder der. Mann, der Mercedes, was macht der denn? Haut mich jedes Mal fast raus. Ich hab Angst vor dem. Ich hab Angst, was machst du da außen? Fahr einfach, Alter. Ah, was tut der? Ich liege immer noch vor mir, Alter. Das fuckt mich echt so ein bisschen. Oh! Oh, Mercedes! Hau rein! Geil. Fuck, Alter. Oh, mein Teamkollege ist jetzt. Ich bin so gut nach vorne gekommen, weil mein Teamkollege. Oh, der nächste will. Alter, beide Mercedes drehen sich von alleine vor mir. Wow! Boah! Wunder! Alter, wo ist der denn hingeflogen? Die ersten Runden haben es in sich heute. Das war somit das Spannendste eigentlich fast. Auf jeden Fall. Oh Mann, mein Teamkollege ist direkt vor uns. Beide unsere Teammates vor uns, ne? Kann ich irgendwie noch vorbei? Nein! Fuck! Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ich hab das Boxenständchen übrigens kaputt gemacht, tut mir leid. Ah, ich hab's hinbekommen. Hab's hinbekommen. Ich muss nein! Ich wechsle die Reifen nicht! Nein! Dann kann ich nicht ändern! Ich bin da, ich mach einen Stop! Ach Mann, Digga! Komm schon, Jungs! Spiel, Alter. Mann. Ja! Gottlos in meine Schnauze released worden, der Mann hier. Alles fair. Ja. Ich muss aber aus dem Weg gehen mit deinem. Oh, Mercedes! Ja. Das ist der dritte Mercedes-Dreher, den ich sehe. In diesem Rennen. Ja, wir sehen uns dann, ne? Ciao, ciao. Ja, hau rein. Es kann aber sogar ein Vorteil sein, glaube ich, hier auf der Strecke. Ja, super Vorteil. Also ja, wird's wahrscheinlich. Doch, ich glaube echt. Aber es ist nicht, ne, ihr wisst schon. Na, ist nicht Sinn der Challenge, schon klar, aber ich glaube, es wird sogar schneller sein, 2 Stops zu machen und dafür eine Runde mehr auf Slicks zu haben. Aber noch geht. Ich finde, ganz am Anfang ist es meistens noch okay, wenn die nicht überhitzen. Aber es passiert halt relativ schnell. Du brauchst nur einen Quersteher und du drehst dich nur noch. Max ist weg, Platz 11. Also, mein Gott, das sind Online-Leute, aber das fühlt sich so an, als würde ich gegen 0%er KI fahren. Weil die so, Digga, das ist wie Bots. Ja. Boah, mir geht jetzt schon nichts mehr. Ich bin mal gespannt, was so die Rundenzeiten sein werden. Ich glaube 2:30 mindestens. Kann ich mir vorstellen. Oh nein, oh mein Gott, ich bin eigentlich nicht auszusehen. Ah! Bruder, fahr doch! Oh, wo fährt der da rum? Alpine? Ja, Mann, sehr gut. Platz 11. Oh, geht das hier Vollgas? Ich glaube nicht, oder? Blanchimont? Oh, oh, nee, niemals. So, ich bin jetzt auch mal wieder an der Box. Du wirst echt vor mir rauskommen, kann ich mir vorstellen. Mal gucken, ich bin jetzt in der Schikane gerade. Aus der Box raus. Alter, so langsam sind die Zeiten aber nicht. Echt nicht? Ich habe jetzt 2:23, aber mit dem Stop halt am Anfang. Okay, heftig. Das geht sogar. Oh, du bist vor mir, ne?
Ist schon draußen? Ja, boah, krass. Ja. Krass, was eine Runde ausmacht. Oh, ja, oder eine Runde auf Brocken und eine Runde auf Brocken. Ja, ja. Aber halt ein Stop mehr. Der Haas ist auch auf Slicks gefahren, oder? Sneaky. Ja, der war Pete. Aber auch an der Bock. Ja. Genau. Oh, Pete ist weg. Oh, aber wenn man sich die Jungs da ganz vorne wegdenkt, ist aber alles ziemlich knapp. Der Eifer führt wahrscheinlich eigentlich, oder? Ja, ich glaube auch. Ja, krass. Ja, das ist Schreilomatik heißt der, glaube ich. Oder Blanchimor, ich nehme Vollgas. Oh. Habe ich Vollgas weggedreht. Echt? Ja, natürlich. Ich dachte schon, du hast es geschafft. Leider nicht. Aber ich habe es getestet für uns. Ah, perfekt. Danke. Deinen Arsch spule ich mir trotzdem noch. Seid ihr mal nicht so, seid ihr mal nicht so siegessicher? Nee, bin ich auch nicht. Ich finde echt dadurch, dass man weiß, dass nach einer Runde die Fullwets ans Auto kommen, ist die erste Runde viel krasser. Ja, Mann, die erste Runde ist immer so hektisch. Ich glaube nicht, dass die normal so ist im normalen Rennen. Das ist halt, jeder will vor sein Teammate und so schnell wie möglich um die Strecke kommen, weil es die einzige Runde ist, die man normal fahren kann. Das ist echt krass. Es war echt das Spannendste an meinen Rennen in dem Video. Oh, da steht jemand. Oh, mein Teammate! Platz... Oh, Platz 8 sogar. Oh, oh. Was tust du da, Lorenz? Oh, Mann, eine Runde länger und ich wäre in eurer Gruppe gewesen. Na, das ist noch nicht vorbei. Wohl fühle ich mich hier nicht gerade. Der Alpine hinter mir fährt genau die gleiche Scheißlinie. Oh, oh, die kämpfen da jetzt noch. Das könnte eine Chance für dich sein, eventuell. Ich sehe sie. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,9 Sekunden. Boah, aber das war echt gut. Wenn man sich die ganz vorne wegdenkt, die mit Slicks gefahren sind, da waren wir echt weit vorne. Ja, das war auf jeden Fall ein gutes Rennen. Okay, ich bin natürlich noch eine Runde extra gefahren. Aber so okay, viel aber du wärst ja auch nicht irgendwo bei mir wärst du gewesen halt. Ja, wenn das mit dem Stop nur geklappt ungefähr hätte. Ja. Oh, gerade noch einmal! Oh, da ist der Alpine weg! Surprise, Motherfucker! Oh, du Arschloch! Was? Ich krieg dafür 10 Sekunden! 10 Sekunden? Was? Ich hab dich so gottlos verstanden! Was für ein Betrug! Dieses Spiel! Junge, ich weißt konnte du, nichts machen! Weißt du, wie viel Strafen ich hab, Sekunden. Bro? Weniger? Ich hab jetzt mit der Zeitstrafe auch 10 Sekunden gerade gehabt. Aber dafür hast du keine 10 bekommen, ne? Doch, also für das Crashen in dich. Ach so, ja, okay, bekommen. Ja, aber... Wir haben beide 10 bekommen. Perfektes Strafensystem. Optimal. Auch optimal, dass mich das Spiel nicht aufgehalten hat. Ich bin sowas Gras gefahren. Ich hab's gar nicht kommen sehen. Ich hab den Alpine gesehen, der da gerade ausgefahren ist. Ja, ja. Da dachte ich mir so, die fahren geradeaus, kann ich auch, weißt du? Scheiße, ey. Aber mich interessiert's, wo wir sind jetzt. Ohne den, die normal gefahren sind. Das waren ja, glaube ich, 4 Stück. Dann war es Platz 8 und 9, oder? Ich war sogar noch im Überlegen, diesen Saumax rauszuhauen, Alter. Hättest du es mal gemacht. Ja, mein Gott, ey. Ja, das ist halt schade, aber lässt sich leider nicht verhindern, dass da immer ein paar Leute nicht sich an die Regeln halten. Das waren ja die Top 4, Top 5 vielleicht, würde ich sogar sagen. Ja, auf jeden Fall. Mindestens Top 4. Ich glaube, der Fünfte könnte echt der Sieger sein hier, dieser Schreilmann-Matik. Also ich will ja nichts sagen, ne? Aber wir haben beide eine Strafe bekommen. Nicht für die Kollision, sondern dafür, dass wir für abkürzen. Ja, haben. Das habe ich mir schon gedacht. Ja gut, Leute, an der Stelle war es das aber von diesem Video hier. Lasst gerne den Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr von uns beiden sehen wollt. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen nochmal und dann überlasse ich dir das letzte Wort. Ja, auf jeden Fall. Ne? Die Konstellation wie immer mega, mega, mega geil, Freunde. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen jetzt zum ersten Mal hier richtig in F1 2021. Lasst viel Liebe da. Ansonsten sieht man sich auf den jeweiligen Kanälen wieder zu neuen Videos. Bis dahin, haut rein und ciao.